Kennst du mich noch? Weißt du noch meinen Namen? Hallo Frau Buddy. Ja? Schön, dass du zu mir kommst. Ciao. Ich komme auch gerne. Geht es dir gut? Es geht mir gut. Noch ist die Unterhaltung etwas holprig und beschränkt sich auf programmierte Standardsätze. Seit einigen Wochen besucht Roboter Leo Rentnerin Olga Butti. Leo erkennt sein Gegenüber per Gesichtserkennung. Er checkt beispielsweise, ob sein Schützling eine Turnübung richtig macht oder er kann Geschichten erzählen. Ich habe ihn gern. Einfach so, wie er jetzt ist, habe ich ihn gern. Und wenn ich da mit ihm reden kann und er mir Antwort gibt, ja. Leo ist ein Prototyp einer Zürcher Roboterfirma. In diesen Monaten wird er in einigen Schweizer Altersheimen getestet, tageweise. Und dann sind meist auch seine Techniker dabei. In Zukunft sollen Roboter wie Leo Pfleger entlasten und Senioren helfen, länger selbstständig zu Hause zu bleiben. Aber bis es soweit ist, dauert es noch lange, sagt Robotikexperte Robert Riener von der ETH Zürich. Robotik in Pflegeheimen ist ein Zukunftsmarkt, weil wir haben ein Riesenbedürfnis. Es gibt immer mehr alte Menschen, die pflegebedürftig sind. Wir wollen denen eine gute Pflege anbieten, möglichst in häuslicher Umgebung. Und es gibt leider viel zu wenig Pflegekräfte. Und Robotik und Technik kann helfen, hier die Pflege im Alter zu verbessern. Begrüßen wir den Leo. Entlasten sollen Roboter, doch das können sie heute noch kaum. Die Forschung steht am Anfang. Und was im Labor funktioniert, funktioniert im Alltag nicht immer. Heute soll Leo eine Turnübung vorzeigen. Übungen macht er zwar vor, aber er redet zu Stau. Doch Leo bleibt still. Für die Senioren wird es bald langweilig. Auch die Pflegerin ist ratlos. Sie bricht die Übung ab. Leider hat das nicht funktioniert mit dem Leo. Es ist jetzt fertig, jetzt dürfen alle zum Mittagessen gehen. Draußen vor der Tür versuchen Leos Programmierer alles, um den Roboter wieder zum Sprechen zu bringen. Es ist wirklich ein Modul ausgefallen. Und das ist das, was die Sprachverarbeitung, die Sprachausgabe macht. Und warum das ausgefallen ist, können Sie nachher analysieren. Aber jetzt haben Sie es wieder aktivieren. In Japan sind die Forscher am weitesten bei der Entwicklung von Robotern fürs Altersheim. Aber auch dort funktionieren komplexe Modelle, die beispielsweise Menschen umbetten, erst im Labor. Anders als Fabrikroboter, die immer das Gleiche machen, müssen sich Pflegeroboter in immer neuen Situationen zurechtfinden. Und das mit Menschen, die sie verletzen können. Doch sollen mit Robotern dereinst menschliche Pfleger ersetzt und Kosten gespart werden? Der Leiter des Pflegezentrums Tertianum Bubenholz kennt diese Ängste. Für mich ist es etwas, das uns unterstützen soll, aber sicher nicht unsere Mitarbeiter ersetzen, weil ich habe dort eine ganz klare Haltung. Der Mensch wird immer das Zentrale in der Pflege. Geht das? Einfache Handlungen wie eine Flasche zu finden oder zu greifen sind für einen Roboter hochkomplex. Hältst du es gut? Ist ein bisschen schräg. Gegenwärtig kostet Leo 60.000 Franken. Aber lassen wir sie nicht fallen, gell? Die heutigen Roboter können noch so wenig, dass es sich kaum lohnt, die anzuschaffen, weil die Anschaffungskosten so hoch sind. Es dauert noch einige Jahrzehnte, bis die Roboter viel mehr Funktionen übernehmen können. Und dann erst lohnt sich, dass der Roboter eingesetzt wird, gemeinsam mit dem Pflegepersonal, das ist ganz wichtig, und damit auch wieder viel mehr ältere Menschen gepflegt werden können. Für das Tertianum Bubenholz lohnt sich der Einsatz von Leo noch nicht. Er musste nach der Pilotphase gehen. Olga Butti vermisst ihn.